Tobi Toast. Let's Plays mit Geschmack. Oh, ist das ekelhaft. Nun, liebe Freunde, nach einer kleinen dreitägigen Pause bin ich jetzt auch endlich wieder offiziell zurück auf eurem heimischen Bildschirm. Den meisten von euch wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn ich noch ein paar Tage weggeblieben wäre, denn seien wir mal ehrlich, gerne schaut das hier niemand. Geschweige denn von freiwillig. Aber leider gibt es Dinge im Leben, die einfach erledigt werden müssen. Beispielsweise zur Arbeit gehen, den Müll rausbringen, Steuererklärungen machen oder auch gut und gerne mal den Kommentarbereich von Tobi Toast mit Hashtag ToastFamily voll zu spammen. Und nachdem ihr den Kommentarbereich jetzt hoffentlich komplett wegeskaliert habt mit euren Hashtag ToastFamily, begrüße ich euch auch endlich zu einer weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute Ambuscade oder Ambuscade oder wie auch immer. Ich habe das Spiel übrigens im Internet gefunden. Ja, man glaubt es kaum. Und wenn ich mir das Ganze mal so recht anschaue, habe ich eigentlich jetzt schon keine Lust mehr. Was steht denn hier überhaupt? 1 Euro! Was steht da? Please! Ach komm, ich glaube, dein Gemütszustand ist gerade auch nicht mehr wirklich der beste, deswegen schaue ich doch mal. Ich habe eine Spende. Wobei, wenn ich mir das mal so recht angucke. Ich habe leider nur noch Kleingeld. Ich komme sonst nachher nochmal vorbei und bringe dir dann irgendwie ein bisschen was zu essen mit oder so. Oh, und scheinbar haben wir Hunger. Müssen wir uns jetzt hier am Mülleimer vergehen? Kann das sein? Alter, wir sind schon einer, ne? Wenn der kleine Hunger kommt, liebe Freunde, komm, da schlage ich doch gleich nochmal zu. All you can eat, liebe Freunde. Was gibt es Wohlschmeckenderes als pixeligen Müll? Ja? So, und ich würde sagen, wir machen uns dann mal weiter auf die Suche nach ein wenig zu essen und folgen einfach mal dieser sehr auffälligen Ketchup-Spur in der Hoffnung, dass wir am Ende vielleicht auf eine wohlschmeckende Currywurst treffen werden. Ich bin ja immer sehr hoffnungsvoll in solchen Dingen. Das scheint wohl der Besitzer der Currywurst zu sein, der wohl gerade festgestellt hat, dass diese wohl gerade leer geworden ist. So, Zombie-Outbreak leave this area. Ah, Zombie-Apokalypse, liebe Freunde. So, so, und wir sind wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal schätzen, oh, geil, noch mehr Müll. Oh, wir sind scheinbar wohl vielleicht ein Obdachloser, würde ich jetzt einfach mal so schätzen, der sich hier wohl durch den örtlichen Müll der Nachbarn, wie cool der Mond aussieht. Ein bisschen nah vielleicht, ne? Meint ihr nicht auch? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass er gleich auf uns runterknallt. Was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Hab's vergessen. Entschuldigung. Ihr könnt ja sonst selber mal den Satz irgendwie vervollständigen. Ich weiß nicht. Boah, Leute, Alter. Hier ist ein ganzes Buffet aufgebaut. Was ist denn hier los? Alter, da schlage ich mir doch direkt mal den Bauch voll. Ja. Schmeckt. Ja, das könnte vom Asiaten stammen. So, was haben wir denn hier? Okay. Ich glaube, scheinbar sind wir momentan gerade ein bisschen satt. Das ist aber auch in Ordnung. Wir suchen uns sonst den nächsten Mülleimer. Ist wie so eine kleine Überraschung, weißt du? Man weiß nicht, was darin steckt. Man weiß nicht, ob es gut schmeckt, ob es ekelhaft wird. Es ist immer so wie so ein kleines Überraschungsei. Ne? Das ist immer so ein bisschen der Nervenkitzel dabei, wenn du hier dich durch den Müll hindurchschlägst. Und ich höre da noch jemanden wimmern. Hallo? Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ach, guck mal. Six hat sich scheinbar wohl den Regenmantel rot gefärbt. Oh, Freunde! Komm, gib es mir. Oh, lecker, noch eine alte Bananenschale. Oh, richtig schön schmackhaft. Komme ich eigentlich in die Türen rein? Nein. Sag mal, was sind das hier eigentlich für Straßen? Für was für Autos wurden diese Straßen denn hier gebaut, Leute? Also mal ehrlich. Also, wahrscheinlich dürfen hier nur Mofas fahren oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder Einbahnstraße, man weiß es nicht. Zweispurige Einbahnstraße. Ja, das macht auch sehr viel Sinn. Eigentlich schon. So, wo ist denn jetzt das kleine... Ich schätze mal, das hat sich angehört wie ein kleines Mädchen. Sollen wir die jetzt verfolgen? Ah, die Ketchup-Spur, liebe Freunde. Sehr gut. Vorher werde ich mir aber noch mal ganz kurz... Sag mal, wie viel Hunger hat denn der Typ eigentlich? Was ist denn los mit dem? Was hat der denn für eine Verdauung, ey? Weißt du, das geht rein und direkt wieder raus. Das ist der Typ, ey. Der hat echt, also... Der macht mir schon langsam Konkurrenz und ich esse ja schon viel. Hey, warte doch. Vielleicht kann ich dir helfen. Geht's hier noch irgendwo hin? Noch ein bisschen Müll? Oh, ja. Okay, komm. Noch mal ganz kurz den Bauch vollschlagen. Vielleicht gibt es dort auch noch ein bisschen... ein paar Reste der Currywurst von unserem netten Freund, dem wir eben mehr oder weniger begegnet sind. Was sind das hier eigentlich immer für blaue Flecken auf dem Boden? Wahrscheinlich Kaugummis, die hier irgendwer wieder hingeschmiert hat. Ja, ja, die Jugend, liebe Freunde, man kennt sie, ne? So. Oh. Hier hat es den Currywurstesser wohl hin verschlagen.
Naja, keine Sorge, ich werde mir die Currywurst schon holen. Also so langsam baut dieses Spiel schon eine extrem coole Atmosphäre auf. Wenn wir uns nicht dauerhaft durch den Müll wühlen würden. Aber die Optik ist schon extrem geil, muss man ja zugeben, ne? Kann ich hier weiter? Das ist, wenn man kommt von hier. Hey! Kleines Mädchen! Six! Ich hab so ein bisschen Schiss, dass das jetzt gleich irgendwie ein Monster ist oder sowas. Ja, oder wir! Was? Haben wir gerade... Sag mal, das ist aber auch eine Sauerei. Sag mal, hast du keinen Tisch benehmen? Also ich verstehe, dass du vielleicht einen ordentlichen Appetit hast, aber da muss man doch nicht gleich dann irgendwie... Oh Mann, das ist doch wieder echt... Also es ist doch echt unglaublich, Leute. Oh, weißt du, einfach mal ein bisschen Tisch benehmen. Ein klein wenig, weißt du? Aber nee, der Typ muss hier wieder alles voll schmieren. Typisch wieder. Ist doch nicht... Was ist denn hier los? Artikel 13 Demo. Wir sind hier. Wir sind... Nee, wie ging das nochmal? Wir sind hier. Wir sind laut. Kann ich mich denn anschließen? Weil ihr unsere Freiheit klaut. Wir sind hier. Oh ja, liebe Freunde. Los geht's. Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Was ist mit dem Kopf da los? Dann fehlt da so eine halbe Hälfte. Sieht nicht so unbedingt gesund aus. Naja. Tja, boah, was hat denn der für Pickel am Arm, Alter? Guck mal rechts. Das sieht ja richtig ungesund aus. So, aber Freunde, mal ganz im Ernst. Das war cool gewesen, Alter. Das war wirklich echt ziemlich cool gewesen. Ich habe mir schon am Anfang so ein bisschen gedacht, so, als ich Zombie-Apokalypse gelesen habe, ja, wahrscheinlich sind wir jetzt hier irgendwie das Monster, das durch die Gegend läuft. Aber ich habe dann einfach nochmal so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, natürlich, für euch, für den Zuschauer. Und, aber das war echt cool gewesen, fand ich. Mit so einem kleinen Plot-Twist, kurz, knackig gehalten, sah extrem genial aus. Also, wirklich, wow, gerne mehr von sowas. Finde ich echt cool. Ich muss nochmal irgendwie nachschauen, wie der Entwickler heißt, ob der vielleicht noch irgendwie ein paar andere Sachen gemacht hat. So, thank you for playing. Gerne doch. Embuscade. Ich muss mal gucken, was das überhaupt übersetzt heißt. Naja. Vielleicht, was ist ja jemand von euch gerade, zufällig. Okay, Freunde, ich habe hier gerade nochmal das Spiel mehr oder weniger neu gestartet. Das Interessante ist einfach, dass wir hier mitten im Spiel plötzlich sind. Quasi, ich glaube, kurz an der Stelle, wo wir eben das kleine Kind aufgegessen haben. Ich wollte jetzt einfach nochmal kurz ausprobieren, ob da noch irgendwas anderes vielleicht passieren könnte. Einfach weil ich gerade so ein bisschen verwundert war. Das Mädchen ist da wieder am Wein. Wir schlagen uns nochmal kurz den Bauch voll. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, wenn ich es jetzt reinschneiden sollte, dann wird wahrscheinlich gleich noch irgendwas passieren. Wenn nicht, dann werdet ihr es sowieso nicht mitbekommen. So, warte mal. Kleine Mädchen ist wieder da. Kann ich zufällig an der vorbeigehen? Kann ich die einfach in Ruhe lassen? Geht das? Oh. Oder greift die mich jetzt gleich an? Nein, scheinbar nicht. Ey, wir können hier wirklich einfach vorbeigehen. Ey, wie krass ist das denn? Beim ersten Mal hat das nicht funktioniert. Und wo ist die Zombieherde? Hier können wir durch den Zaun. Und... Das Spiel endet an dieser Stelle. Ach krass, okay. Ein kleines Secret Ending könnte man sagen. War jetzt nichts Besonderes gewesen, aber gut, dann haben wir das wenigstens auch im Video drin. Gut, Leute. Das war auf jeden Fall Embuscade. Ziemlich cooles Spielchen. Also meine Güte, das war echt richtig, richtig cool gewesen. Habe ich ja eben schon gesagt. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Euer Tobito.